Herzlich willkommen zurück zu Mars Warlocks. Wir sind gerade in Tyrwhil so ein bisschen dabei, ein paar Nebenquests für Charity zu machen. Will ich da lang? Nö. Ich will auf den Markt. Da, wo wir vorhin nicht hin wollten. Das nächste, was, nachdem wir jetzt das Geld abgegeben haben, geht es natürlich jetzt darum, die Mafia aufzuhalten. Der Markt. So. Kämpfen die wieder gegen uns? Oh, warum denn? Wir haben doch... Ich hatte echt gehofft, dass wir uns das jetzt schenken können, weil wir ja die Papiere haben. Aber gut, das hatte ich schon öfter gesagt. War's das schon? Das war schon. Wir müssen uns in diese Richtung begeben. Oh, guck mal. Du bist aber nicht der Typ, mit dem wir sprechen wollen, oder? Nee. Wie kommen wir denn da hin? Hier vielleicht? Na guck. Finde die Mafiosi. Okay, das haben wir erfüllt. Besiege die Mafiosi. Gut, machen wir. Kein Problem. Hoffe ich. Oh, da sind auch noch zwei, die ballern. Da können wir mal wieder hier so eine andere Fähigkeit machen. Ich glaube, wir kriegen durch das Schild jetzt auch schon, wie er da drauf haut, schon automatisch hier so ein bisschen. Okay, das hat irgendwie nicht so geklappt. Also bei der 2, was das genau ist, weiß ich gar nicht so richtig. Ach, das ist Aufladen hier. So, war's das? Ja, das finde ich aber auch. Hier zurück zu Charity. Ja, dann gehen wir doch zurück zu Charity, würde ich sagen. Bringen die Sachen zurück, freuen uns über Belohnung. Guten Tag, ich, nee, gucke ich nicht, okay. Perfekt. Oh, die können wir auch noch durchsuchen. Eigentlich können wir auch mal wieder gucken, ob wir wieder ein bisschen was basteln können. Aber erstmal gehen wir zurück zu Charity. Oh, da hinten ist noch was zu looten. Loot, loot, loot. Vielen Dank. Okay, dann. Geradeaus, dann links. Die streiten sich so ein bisschen. Geradeaus. Geradeaus. Bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende, dann links. Das heißt, wir müssen noch durch diese Tür durch. Wir sind am bitteren Ende, ja. The bitter end. Ja, wo kommt die denn schon wieder her? Hier. Kill him. Kill him. Warum? Fam. Da steht ja noch einer hier. Es sind ja drei. Pam. Das hast du dir wohl anders vorgestellt, Kollege, ja? Pam, pam, pam und noch ein paar Mal pam. So. Mein Gott. Nee, das ist Innocenz. Wie oft ich den hier schon kaputt hauen wollte, ne? Unfassbar. So. Jetzt hier, wir sind auf dem besten Weg. Ich hoffe, sie hat jetzt nicht noch mehr Aufträge für uns. Aber dadurch, dass jetzt ihr langjähriger Arbeitskollege gestorben ist, vermutlich mal nicht. Nachdem wir da jetzt so versagt haben. Guten Tag.
So, finde ich den Weg diesmal so? Finde ich ihn diesmal so zu Charity? Kriege ich das hin? Immerhin weiß ich jetzt, dass sie Charity heißt. Das habe ich mir gemerkt. Ja, ja. Aha. Nachdem, das wäre noch was zum Looten gewesen, aber nö. War es nicht. Nee, durch eine Tür mussten wir, glaube ich, nicht durch. Wir mussten, glaube ich, hier lang. Genau, und dann da hoch. Ha, guckt mal, ich habe den Weg von ganz allein gefunden. Roy, looks like you're back in the neighborhood. Ja. Always a pleasure. Of course. What do you want? Na, was will ich wohl? I dealt with your not so organized criminals. Oh, Roy Sugar, you're such a sweetheart. Das klingt nach dem Verlag. Organized enough to scare me. You can believe that. And you know, I don't scare easy. Here's for you. I owe you so much, it's the least I can do. Honesty didn't make it, but the serum is in a safe place. Here's the receipt from the banker. I think they will think twice before they try to attack us again. Thank you, Roy. I just knew I could count on you. Das letzte war doch überraschend kalt. You sure as hell deserve a reward after all you did for me. Hätte ich jetzt nicht gedacht. I don't have anything more to propose you at the moment, honey. You already helped me a lot. Gut, das hatte ich auch gehofft, dass sie nicht mehr Aufträge für uns hat. Wow, 50 Serum haben wir bekommen. Nicht schlecht, das hat sich mal gelohnt. Aufgabe abgeschlossen. Aufgabe erfüllt. Stufe 18, naja, genau. Gucken wir doch mal hier. Richtig schön Aufgabe 18 hier. Dann können wir nämlich jetzt den letzten hier reintun. So, jeder erfolgreiche Gegenangriff hat eine 50% Chance, das Ziel zu betäuben. Und jetzt bekommen wir Kampfhypnose. Erhöht die Geschwindigkeit des Spielers um 60% für 10 Sekunden. Ist das eine neue Fähigkeit? Eigenschaft brauchen wir noch nicht gucken, glaube ich. Glaube ich, ja. 3 Punkte. Da haben wir noch einen für 2 Punkte. Recycler. Chance zu recyceln. Kann ich halt nicht so mit anfangen, ne? Dann machen wir halt hier eher dann den Schnüffler, dass wir mehr Chance haben für Beute. Beute. Gucken wir mal, ob das jetzt hier eine Fähigkeit ist. Ja, das ist eine Fähigkeit. Kampfhypnose. Dann hauen wir uns das doch mal auf die 6. Cool. Ja, aber das überrascht mich, dass sie das so kalt gelassen hat. So, und dann treffen wir uns mit dem Widerstand. Wie gesagt, ich denke mal, Tranquility ist der Gute. Und seinen Respekt haben wir uns ja schon verdient. Wenn auch aus anderen Gründen, ne? Also, wir haben eine ganz andere Motivation jetzt gehabt, die Papiere zu holen. Einfach, dass wir selber welche haben und beiläufig ihm noch welche mitgebracht. Als wenn wir jetzt das hätten, damit er uns zum Widerstand führt. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Auch, dass die Leute hier noch so rumliegen. Aber finde ich gut, dass wir nicht nochmal gegen die kämpfen müssen. Wir haben schon so oft gegen die gekämpft. Na, vielleicht später wieder. Ja, eigentlich mal geradeaus quasi. Das heißt, hier durch die Tür. So. Hier geht es jetzt nicht mehr so ganz geradeaus. Muss es aber. Ah, da ist eine Tür. Bei diesen Treppen weiß man ja auch nicht, ob man da hochgehen darf oder nicht. Aha, hier haben wir schon schöne Girls. Hier gibt's Girls. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Hier sind keine da. Immer diese leeren Versprechen. Das sind aber. Sind das hier die Girls? Ich weiß ja nicht. Hey, where do you think you're going like that? I was just having a look. What's this room for? None of your business. Get out of here. Okay, Jerry, da ist wohl der Widerstand. Hey, buddy. Und Tranquility. Hey, thanks again for helping me out. Can I do something for you? Oh ja.
I heard you can fill me in on how to get in touch with the Resistance. Me? That's a pile of shit. Hey, listen. Not a safe topic. But you did help me out. They meet back there. I just keep my eyes closed. They think if a patrol comes by, the fights will keep them busy. There's a password. There can be no rest. Comes from their song. Thanks. I won't forget it. Can I see what you got in stock? So, gucken wir doch mal. Wir haben ja so ein bisschen was zum Verkaufen. Zum Beispiel den Maulwurfsknochen. Und die Sachen hier darf man wahrscheinlich nicht verkaufen, einfach damit man immer was zum Anziehen und was zum Kämpfen hat. So, was können wir uns denn kaufen? Habe ich jetzt das Falsche verkauft? Oh mein Gott. Wir haben 356 Serum. Wir können uns eine Eisenstange kaufen, aber ich glaube, eine Eisen. Wir haben Kupferrohr. 22, Eisenstange. Nee. Ja. Eisenstange so viel besser? Macht der Säbel. Der macht 14 normal. Ich weiß halt nicht, was unsere Waffe normal macht. Was ist jetzt besser? Kupfer oder Eisen? 22, 3, 2, aber halt schon sehr stark aufgerüstet. Natürlich sehr teuer. Hat nur zwei Slots. Gut, hat unsere Kupferstange auch. Ich werde einmal vorher speichern. Hey. Hi. So. Can I see what you... Dann kaufen wir uns die Eisenstange. Dann gehen wir ins Inventar. Erstmal ziehen wir uns wieder unsere Lederuniform an. Und rüsten die einfach mal auf. Elektrokeule. Oh ja. Doch, ich glaube, die ist besser. So, Reduktion von physischem Schaden ist schon eine gute Sache. Und dann vergleichen wir das Ganze jetzt einfach mal. Nee. Wir laden das schnell speichern. Wir bleiben bei der Kupferstange. Kupfer ist besser als Eisen. So, ziehen aber natürlich wieder uns einmal das hier an und das. So. Hey, where do you think you're going like that? There can be no rest. Until they drink of our tears, you may enter. Thank you, sir. Thank you very much. Forget it. Ja, Innocence und ich sind einer Meinung, ne? Wir freuen uns darüber, dass wir rein dürfen. You want to meet the Resistance? Consider it done. What do you want? I'll warn you right away that if they smell a trap, they'll kill you. Stop it, Marco. We know who they are. They have no reason to betray us. Really? Even the Renegade? I bet he could get his place back at the source if he turned us in. I doubt it. They know me too well and want me alive. They know I'm not made for the source. Roy won't betray you. They want him too. Please, you have to listen. All right, kid. Talk. My parents were militia. When I came back from the Abundance Camp, ruins were all that was left of their home. Poor kid. Almost everyone in the militia was killed in a single night. Not many of them got away. And they're with us now. I don't even know what happened to them. They could have been captured. I don't know. I have to do something. I can't just stand around twiddling my thumbs. You look sincere. And we need people like you. You, on the other hand, don't count on it. I can't take the risk. The technomancers are too unstable. Marco, we should maybe talk to the others before deciding. After all, he could be useful to us with everything he can do and all. Judy, I just tried to talk things over with the others as much as possible, but I said no.
This man is dangerous. I don't trust him. Great. I can understand being paranoid can help in your kind of situation, but you're going a bit far. Please, Roy, let me try and convince them that you're an honorable man. Just give me some time. What was that? An explosion, but not one of ours. That wasn't an explosion. Only a fluid overload can make that kind of noise. The technomancers again. We should get out of here. That kind of noise will bring a patrol straight here. Let's go, kid. Now or never. Roy, sorry. See you soon. Take it easy, kid. Tja, verlässt uns wieder. I should go see this explosion close up. Ja, das sollten wir machen. Und da war aber was, womit man nicht erkennen kann. Das war am Leuchten. Kann ich da nochmal rein? Ah, sehr schön. Heilungspaket sogar. 6000 Erfahrung gab es nochmal. Okay, gehe zum Ort der Explosion. Innocence ist gegangen. Wir sind wieder auf uns allein gestellt. Das ist ein bisschen schade. Denn der hat echt gute Arbeit geleistet, der Innocence. Wir sind mittendrin hier im Geschehen. Wir kämpfen hier gegen alle, oder was? Ja, wir kämpfen einfach gegen jeden. So, wir können ja auch mal das Neue ausprobieren. Dann hatte ich auf 6, glaube ich, gelegt. So, jetzt sind wir theoretisch schneller. Farm, farm, farm. Ja, okay, also wir sind schneller. Und zwar in der guten Art und Weise. Eieieiei. Eieieiei. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber wir sind schneller, das heißt, die anderen sind langsamer. Das finde ich gut. Genauso muss es umgesetzt sein. Genauso muss das umgesetzt sein. Nee, ich pack das wieder weg. Wir wollen doch hier nur looten. Ich glaube, wir brauchen auch gar nicht mehr so viel Loot. So, wo ist die Explosion gewesen? Da vorne. Bin ich hier richtig? So, hier und dann links und dann gleich wieder rechts. Links, rechts, auf. Ei, hier ist die Explosion gewesen. What the hell is she doing here? Won't take long for a patrol to show up. I better get her out of the way. Mary, wer war nochmal Mary? Ach, das ist doch die, die Rache geschworen hat. Gute alte Mary. Okay, zurück in Sand. There you go. Sieht schon anders aus. Did you really think you could kill my master and get away with it? After running away with your tail between your legs? You thought a weak woman would never come after you, didn't you? Mary, Mary. Like you said, your master didn't give us a choice. You're exhausted and really worked up. I feel weak. But when I got here, I was full of anger and power. What has happened to me? You had an overload you couldn't get rid of. Young technomancers are almost never told about things like that. It makes it harder for them to escape. You were alone, and all that power took over. Now you're empty. You should rest. I feel awful. Like I've been ripped to shreds inside. Na, wer werden sie nicht umbringen? The overload was too strong. You need help. I'll go find some medicine so you can recover. Vielleicht können wir sie auf unsere Seite ziehen.
Gut, aber das machen wir natürlich erst beim nächsten Mal. Wir werden auch nochmal mit ihr sprechen, denke ich mal. Aber halt beim nächsten Mal. Wir gucken vorher natürlich nochmal ins Warlock. Nochmal die Charaktere. Haben wir neue Leute kennengelernt. Unter anderem Morality. Treibt sich in Tierville rum. Er besucht regelmäßig Prostituierte, ohne zu bezahlen, wodurch er sich den Zorn von Charity eingehandelt hat. Humility. Dieser offensichtlich degenerierte Mann belästigt die Mädchen, die für Charity arbeiten. Marco ist der unangefochtene Anführer des Widerstands. Unflexibel und kompromisslos steuert er die Gruppierung mit eiserner Faust und lässt sich und seine Ideale nicht beeinflussen. Auf eine paranoide Weise hat er Schwierigkeiten damit, neue Mitglieder aufzunehmen, was eher in der Angst vor der Konkurrenz liegt, als in der Angst vor Verrat. Anders als die meisten Mitglieder des Widerstands war er nicht beim Militär. Er war schon vor dem Krieg Teil einer Protestbewegung, welche die Rechte der Menschen verteidigte. Judy gehört dem Widerstand an. Sie spielt ihre Rolle in diesem Krieg der Ideale mit Eifer und Tapferkeit. Ihr Glaube an die Sache ist so stark, dass sie ohne Zweifel lieber sterben würde, als aufzugeben. Jedoch sieht sie oft nicht die negativen Seiten ihrer Gefährten und wirkt zum Teil sehr naiv. Ja, so die Eigenschaften werden aus den Gesprächen ja irgendwann immer nicht so deutlich. Also man muss sich das zum Teil ja noch mal ein bisschen durchlesen, um tatsächlich noch ein paar mehr Infos zu bekommen. Bei den Orten haben wir jetzt noch die schäbige Bar dazu bekommen. Diese verkommene Bar gehört Tranquility und ist ein Ort, an dem Gauner, Dealer und jeder andere seine dunklen Geschäfte vollziehen kann. Sie ist aufgrund ihrer Arena sehr beliebt, in der Freiwillige zum Vergnügen der Zuschauer gegen Kreaturen kämpfen können. Die haben wir ja gesehen und ja, so viele Orte sind es auch nicht mehr hier. Gut, aber wie gesagt, nächstes Mal dann mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.